Leute, ein Town-Takeover-Event für Watson könnte, möchte ich betonen, schon in den Startlöchern stehen. Frühestens Season 16, ganz wichtig, denn das Town-Takeover-Event für Watson wird auf Storm Point stattfinden. Auch der Platz, der dort für sie verändert wird, steht auch schon fest. Ich möchte aber betonen, genießt diese Information mit Vorsicht, denn vor ewigen Seasons, ich glaube in Season 12, sollte eigentlich schon das geleakte Town Takeover Event für Bangalore stattfinden. Es wurde auch der Platz geleakt, es wurde die Optik geleakt und so weiter. Und bis heute ist nichts passiert. Und in Season 12 sollte es eigentlich passieren. Und auf Storm Point soll demnach zufolge Lightning Rod ein Spot, den ich persönlich ganz geil finde, der aber selten angeflogen wird. Der Platz soll verändert werden. Warum wird er selten angeflogen? Das ist einfach mal, ich sage mal auf Deutsch gesagt, am Arsch der Welt der Map. Ich habe jetzt hier einfach mal dieses hier mir aus dem Internet gezogen und dort wurde das gleich schön mit diesem Blitz gekennzeichnet. Oben rechts, eben am Arsch der Welt, soll dieser Spot entstehen. Warum? Meine Vermutung, na klar, zum einen Lightning Rod, Blitze, Donner und so weiter, es passt zu Watson natürlich, aber das Spielgeschehen auf Storm Point wissen wir selber, entweder findest du keine Gegner und wenn du welche findest, wirst du gethirdpartied und eigentlich sind alle schon tot und du suchst dann verzweifelt irgendwie noch nach Gegnern, es passiert viel zentral auf der Map, vielleicht will Respawn damit so ein bisschen das Spielgeschehen auf der Map strecken. Ob das jetzt mit diesem einen Town-Takeover-Event was bringt, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Aber wir haben dann am Rand der Map einen Spot, der gut angeflogen wird in der Mitte und es wird nicht alles so zentral passieren. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Ich kann damit natürlich auch völlig falsch liegen. Wenn ihr eine Vermutung habt, warum das unbedingt am Rand einer so großen Map passieren soll, schreibt es mal in die Kommentare. Ich jedenfalls würde es feiern, wenn dieser Spot vielleicht ein bisschen mehr Beliebtheit in diese Map bringt. Wir wissen alle, Stormpoint ist viel, viel zu groß für dieses Battle Royale Geschehen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Map so groß ist, dass es vielleicht 5, 6 Squads mehr sein müssten auf der Map, die dort landen könnten, damit da einfach mehr Spielgeschehen passiert. Aber das ist nicht Thema des Videos, weil das wird definitiv nicht passieren, dass die Squad-Menge auf Maps vergrößert wird. Zumindest nicht in naher Zukunft. Leute, lasst mich in den Kommentaren wissen, was haltet ihr von einem Watson Town Takeover Event? Das war's schon wieder von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.